Hallo zusammen. Wir haben uns heute hier in der Corporate Learning Community getroffen. Ich laufe mal an der Community vorbei, damit ihr seht, wer dabei ist, um ein Thema zu sprechen. Und das Thema seht ihr hier: Wie können Corporate Learning Professionals im Zeitalter der digitalen Transformation auch zukünftig anerkannte und geschätzte Dienstleistungen im Unternehmen erbringen? Hört sich schwieriger an, als es ist. Unser Thema war: Wir haben einfach mal gesehen, Corporate Learning, Learning Professionals haben doch in vielen Unternehmen große Schwierigkeiten, sich durchzusetzen, neue Dinge anzugehen. Und wir haben einfach mal ein paar Themen rausgegriffen und heute diskutiert, die wir euch vorstellen wollen. Ein Thema, wo wir gesagt haben, da müssten Learning Professionals Kompetenzen aufbauen, geht rund um das Thema, ja, wie managt man das Learning, wie verwaltet man das Learning. Das darf ich euch übergeben. Genau, Managing Learning. Im Managen, das heißt im typischen Verwalten, fühlen sich alle auch schon ziemlich bereit dafür. Das Interessante ist aber auch diese ganz typischen Verwaltungsthemen, die wird auch eigentlich bald die Maschine übernehmen. Großes Problem oder eine große Herausforderung ist eher, wie kann sich dieser Bereich besser selbst vermarkten, selbst verkaufen, und eigentlich ist dann die Frage auch eher, anstatt Managing, Leading Learning. Und da haben wir uns eigentlich auch die Frage gestellt, inwiefern eventuell auch so eine existenzielle Angst da eine Rolle spielt, warum die LNDs sich eigentlich auch nicht mehr mit der Materie beschäftigen. Also im Prinzip geht es, würde es darum gehen, sich in eine neue Rolle zu entwickeln, von der HR zu RH. Das ist ja auch nochmal ein sehr spannender Wechsel. Und dann wäre natürlich auch die Frage, wie würden wir oder was würde fehlen, wenn es die LNDs nicht mehr gäbe? Welche Kompetenzen, welche Bereiche würden gar nicht mehr abgedeckt werden, wenn es tatsächlich diesen Bereich nicht mehr gibt, wenn tatsächlich die Maschine genau das übernimmt, was ich bisher eigentlich zu 80% mein Alltaggeschäft macht? Und das war so auch nochmal eine spannende Frage. Was gehört denn alles dazu? Was müsste ich tun können? Vielleicht noch einmal die Selbstwahrnehmung von HR oder Resource for Humans, wie es dann vielleicht in Zukunft heißt. Also welche Rolle kann HR in der Zukunft bieten oder übernehmen? Ja, wir haben darüber gesprochen, wem wir denn die Rolle zukommen lassen, uns selbst zu bestimmen, also welche Rolle wir in Zukunft haben werden. Und der Gedanke war einfach auch, ob wir vielleicht aktiv selber unsere eigene Rolle bestimmen werden im Unternehmen und das nicht irgendjemand anders überlassen. Also hat auch ein bisschen was mit Marketing zu tun, mit Projektmanagement, mit selbstbewusst auftreten, sich aber einfach auch erstmal ins Spiel bringen. Okay, danke an euch. Dann gehen wir weiter. Das nächste Thema, das wir besprochen haben, ist, ja, wie kann man denn überhaupt sich in das fachliche Geschehen einbringen? Understanding the business problem. Also wie wird man akzeptierter Gesprächspartner für die Menschen im Unternehmen, die was bewegen wollen? Das darf ich euch übergeben. Genau. Ja. Also wir haben uns ja bei diesen Kompetenzfeldern, die hier oben stehen, haben wir uns orientiert an der Towards Maturity Studie und an anderen Fakten auch, die wir gefunden haben. Und unter anderem sieht das Bild so aus, dass es also eine strategische Lücke zu geben scheint, dass nämlich zum Beispiel nur 39% der Unternehmen Qualifizierungsmaßnahmen aus dem Kompetenzmodell, das ja auch die Strategie unterstützen soll, ableiten, und dass auch nur 31% der Unternehmen regelmäßig den Erfolg von diesen Maßnahmen evaluieren oder erfassen. Dementsprechend wurden jetzt hier Kompetenzen von Learning Professionals aufgezeigt. Grundsätzlich ist natürlich erst mal eine Herausforderung, dass man die Geschäftsstrategie versteht und den Wertschöpfungsprozess und wozu man denn genau beitragen kann. Darauf sollte dann natürlich die Learning Strategy abzielen, und da braucht es auch gewisse Strategieentwicklungsfähigkeiten. Also Methoden, Tools aus der Strategieentwicklung, strategische Optionen, so Make versus Buy oder was soll zentral, was soll dezentral gemacht werden als Beispiel. Das Thema Performance Consulting, das hat eben sehr stark mit Kompetenzen, ist Zollabgleichen zu tun und einem Kompetenzmodell. Und jetzt insbesondere ist natürlich auch die Digitalisierung
ein Treiber dafür, diese Kompetenzmodelle zu überarbeiten oder sich Gedanken zu machen, welche digitale Kompetenzen es denn braucht. Ja, ich gebe mal weiter für einen Moment. Ich gehe mal hier ein Stück weiter. Genau, also wir haben dann noch ziemlich lang über Unternehmensstrategien an sich gesprochen und darüber gesprochen, wie die denn aussehen müssen, dass sie funktionieren und wer da eigentlich beteiligt sein sollte. Und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich alle Mitarbeiter den mitentwickeln müssen, dass sie auch verkörpern müssen und aktiv einbezogen werden müssen in solche Strategien, dass sie halt funktionieren können und dass sie auch so sonst gar nicht wirklich funktionieren kann und dass so auch keine Kompetenzmodelle oder irgendwelche Sachen, die dann in diesen Strategien mit einbezogen sind, nicht funktionieren. Genau. Ja. Okay. Danke euch. Also es gibt ja viele gute Strategien auf der Welt. Das Problem oder das Schwierige dabei ist, wie werden die Strategien umgesetzt? Und gerade im Lernen ist es ein Thema, was häufig sehr kritisch diskutiert wird. Kann man das messen eigentlich, wie gut man lernt, wie schlecht man lernt, wie viel Leute lernt? Und das ist unser nächstes Thema, die Auswirkungen aufs Unternehmen, auf die Individuen, kann man die messen? Und wir haben da eine Menge an Themen diskutiert. Ich greife bloß mal zwei oder drei Themen raus. Ein Thema war, soll man überhaupt messen? Also wenn man nur halblebig misst, wenn man nichts Richtiges rausbekommt, lässt man es lieber sein, weil die Leute dann zu plagen mit Happy Sheets macht, glaube ich, wenig Sinn. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch alle, zumindest die nächsten paar Jahre in den Unternehmen, wenn man nicht Daten liefern kann, wenn man nicht Fakten liefern kann, dann ist man einfach auch gar nicht wichtig. Also gerade eine Strategieumsetzung hängt eben sehr stark immer damit zusammen, auch dass man reporten kann. Wir haben eine Menge an Kriterien mal diskutiert. Für uns war wichtig, dass wir, bevor wir anfangen, überhaupt mal versuchen, den Ist-Zustand festzuhalten, zu dokumentieren, weil viele laufen auch in Lernprojekte rein, ohne mal die alte Situation erfasst zu haben. Das gilt auch für Einführung von Kollaborationsplattformen. Also Nullmessung war für uns so ein Thema. Dann durchaus mal eine Methodenvielfalt anzugehen. Das heißt, zu sprechen mit den Mitarbeitern, quantitative und qualitative Elemente einzusetzen. Und es gibt auch ein reichhaltiges Instrumentarium aus der Betriebswirtschaftslehre wie Balanced Scorecard, wobei auch immer wieder das Diskussion aufkommt, eine Selbstevaluation ist wichtig. Der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist nochmal das Thema, was bringt denn das, wenn man misst? Ja, da waren wir auch der Meinung, im Grunde genommen, wenn man versucht, mal ein Stimmungsbild zu erfassen, ein Feedback zu erfassen, ein Ergebnis zu erfassen, dann sprechen diejenigen, die sowas organisieren, sowas veranstalten, tatsächlich mal mit Führungskräften, mit Mitarbeitern, wie das gelaufen ist. Und auch das kann kein schlechtes Thema sein, wenn man das überhaupt mal macht. Und wenn es über so ein Verfahren angestoßen wird, als Nebeneffekt, dass die Menschen ins Gespräch kommen, passt es auch nicht. Oder passt es gut. Okay, dann kommen wir zu der Frage, wie gestaltet man, wie stellt man Informationen bereit, also Design und Delivery aus technischer Sicht und aus organisatorischer Sicht. Wer wollte das machen? Oliver, Martina. Okay. Genau. Wir wollten den Bereich Design in Delivery vorstellen. Genau. Wichtig war es einfach für uns, dass die Corporate Learner oder Corporate, die Learning Professionals, dass die einfach die Lernmethode, Didaktik einfach fit sind in dem Bereich, dass sie die Lernformate und Angebote einfach bewerten können. Also es ist wichtig für Learning Professionals, dass sie nicht alles selber können müssen, aber dadurch, dass es ein Team von Personen im Team in der HR, ist es einfach auch eine Teamarbeit. Also das heißt, nicht jeder muss alles können, aber das ganze Team sollte einfach am besten alles abdecken können. Genau. Die Bewertung von Lernformate, Angebote, die wo dann reinkommen von Schulungsfirmen, von Angebote, agile Formate, müssen sie sich einfach auskennen, Bescheid wissen, sei es Scrum, sei es Design Thinking, genau. Und ganz arg wichtig haben wir einfach bei uns in der Gruppe im Austausch einfach sehr, dass
der Austausch wichtig ist unter den Learning Professionals. Ja? Der funktioniert sehr gut über Learning Communities oder Corporate Learning Communities. Der funktioniert auch gut auf einem Barcamp, weil es tolle Möglichkeiten gibt zum Vernetzen. Der funktioniert aber auch sehr gut in Working Out Loud Circle, wobei das natürlich 4-5 Leute sind. Die Gefahr ist, wenn es jetzt nur in der eigenen Firma ist, was also schon mal positiv ist, aber dann ist man wieder in der eigenen Suppe. Also das heißt, da brodelt man wieder und hat die eigene Gedanken, aber man hat den Gedankenaustausch nicht und den Austausch nicht über einfach die Firmengrenze hinweg. Und einfach dieses Wissen, dieses Beschäftigen damit, was ist wichtig für die Generation X und Generation XYZ haben wir geschrieben, aber jetzt hauptsächlich Generation Y und Z, was bringen die mit an Bedarf, was bringen die mit an Können, an Fähigkeiten und wie kann ich das, wie passt es zu meinem Bedarf in der Firma und wie kann ich das gut integrieren und einfach auch diese Idee, was sie mitbringen, sei es einfach so Start-up Gedanke und einfach neue Idee, lassen die integrieren, lassen sie abholt. Ja. Schon im Kindergarten, ich sag mal, lassen wir die Kinder entscheiden, das oder jenes, in welche Kindergarten sie geht. Und dann, wenn sie dann in die Firma kommen, dann soll sie auf einmal nicht mehr mitentscheiden dürfen und müssen sie wieder Befehle befolgen. Das kann halt auch nicht funktionieren. Ja. Du hast eigentlich alles schon, also das meiste schon gesagt. Vielleicht nochmal zusammenfassend. Also es gibt eigentlich die beiden Bereiche, eher das methodisch-didaktische, wo natürlich im Vordergrund steht, aber wenn es um Digital geht, um Digital Learning, dann ist natürlich der Untergrund die Technologie. Deswegen haben wir die beiden Aspekte, also das technische Delivery und das methodische Delivery zusammengesehen und sehen das auch als Einheit. Wir sehen es allerdings auch noch weiter. Also ich denke, man kann nicht aufhören, wenn man einen Kurs designt hat, sondern dann geht es ins Unternehmen rein, dann hat man einen Kurs gemacht oder hat sich mit anderen ausgetauscht und dann will man ja was verändern. Man will ja nicht dort weitermachen, wo man vorher gestanden hat. Also im Grunde geht es dann weiter in das nächste Tableau. Es ist im Grunde ein durchgängiger Prozess. Ja, also die Ebene, die Plattform, das methodisch-didaktische. Und was wir dann auch gesagt haben, ja, es kann nicht einer alles können. Also es gibt hunderte von neuen Formaten, die digital auf Plattformen präsentiert werden können. Das kann nicht eine Person. Deswegen gibt es da auch immer unterschiedliche Rollen. Das heißt, die Trainer auf der einen Seite, die sich vielleicht auf spezifische Methoden fokussiert haben und die beherrschen. Und natürlich diejenigen, die wissen um die Methoden, aber die vielleicht nicht unbedingt die Methoden anwenden müssen, aber sie zumindest mal bewerten müssen oder bewerten können sollten. Also was brauche ich, was ist gerade mein Bedarf, welche Methode ist dafür geeignet. Und dadurch, dass sich auch der Markt ständig ändert, wäre es ganz gut, wenn die natürlich auch immer dranbleiben und immer die neuen Dinge auch mal ausprobieren. Und deswegen hat man gesagt, im Grunde ist sowas, so ein Austausch, wie wir jetzt auch in der Corporate Learning Community machen, gar nicht schlecht, weil da bleibt man natürlich auch automatisch mit den anderen im Austausch und bleibt immer so an aktueller Front und kriegt relativ schnell auch mit, was es Neues gibt. Ja gut, ich denke, das war so das die Hauptsache, dann geht es quasi ins nächste Tableau. Okay, vielen Dank. Wir haben jetzt schon gesehen, die Rollen werden sich auch verändern. Coaching spielt eine Rolle, Mentoring spielt eine Rolle, Lernbegleiter spielt eine Rolle. Also es gibt eine Vielzahl eigentlich an neuen Rollenbildern. Wie kuriert man Content, wie bereitet man Content auf, wie bindet man Anwender in die Generierung von Inhalten ein. Das sind alles eigentlich Rollenbilder, die hier eine wichtige Rolle spielen. Am Ende soll natürlich rauskommen, dass das Unternehmen besser wird, dass das die Mitarbeiter besser werden, vielleicht auch zufriedener werden. Und das ist das Thema, was kann man denn eigentlich angehen?
um tatsächlich die Performance zu unterstützen? Was sind dort Themen? Und da haben wir jetzt auch jemanden, der das machen wollte. Wer wollte Supporting Performance machen? Ja, Supporting Performance haben wir hier. Also welche Fähigkeiten braucht ein Corporate Learning Professional dafür? Einmal ist es eine Coaching-Haltung, ja, die ganz wichtig ist. Eine fragende, eine unterstützende Haltung, die Leute da abholen, wo sie sind, mitnehmen. Auch das Unterbewusste oder Unbewusste vielleicht mit in Betracht ziehen und die Lerner beim Selbstlernen unterstützen. Also wir haben hier gesagt, die Selbstlernformate, soziale und auch kollaborative Lernformate, das sind keine Selbstläufer. Ja, das wäre schön, wenn es so wäre, aber letztlich hilft da nur, wenn die Learning Professionals selbst diese Formate, diese neueren Vorleben konsequent nutzen, immer wieder dazu ermutigen, vielleicht auch anfangs ein bisschen einfordern und dann dabei betreuen, vielleicht auch mal Dinge übernehmen, um solche Sessions vorzubereiten, einfach um es den Lernern und den Lerngruppen einfacher zu machen. Christian? Ja, und die Rolle von Learning Communities Facilitators ist für uns sehr wichtig. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Die müssen geschult werden. Und man braucht diese Rolle, um eine Learning Community in Gang zu setzen. Also sozial-kollaborativ Lernformate, das passiert nicht von allein, von sich selbst. Okay. Du willst noch sagen? Ja, die, also wir haben auch gesagt, die Führungskräfte spielen natürlich auch eine große Rolle, wenn es darum geht, dass die Mitarbeiter auch ihren Beitrag, ihre Leistung bringen können. Ja, also da brauchst du Unterstützung und Ermutigung, auch Fehlertoleranz von den Führungskräften, das gehört mit in das Thema Supporting Performance. Das heißt, wir müssen da auch die Führungskräfte ein Stück weit daran erinnern und an die Hand nehmen. Spannend war auch so ein Gespräch, das ich an der Seite mit dem Christian hatte, nämlich, dass in Unternehmen, die in mehreren Regionen arbeiten, dass es natürlich da ganz große kulturelle Unterschiede gibt, die schon alleine mit den Begriffen anfangen. Also wenn wir so einfach sagen, Kollaboration hat es in Frankreich einen ganz anderen Stellenwert als bei uns, wird ganz anders gesehen. Und das zeigt eigentlich schon, man muss natürlich sich auch entsprechend auf die Region, auf die Menschen dort einlassen. Auch Asiaten haben andere Lernmöglichkeiten, Lernverhalten als wir haben, was es schwieriger macht, aber durchaus auch spannender macht. Okay. Danke. Ja, die persönlichen Kompetenzen, die persönlichen Fähigkeiten. Genau, das schließt ganz gut eigentlich an Supporting Performance an. Auch da haben wir gesagt, was brauche ich so auf der persönlichen Ebene, also die Person des Corporate Learning Professionals. Da haben wir sie wieder, die Coaching Skills, auch dieses Anleiten, ne, zum Selbermachen. Wir haben gesagt, es ist eben in Zukunft wird es nicht mehr so sein, dass eben nur Corporate Learning sich mit Lernen befasst und Lerninhalte bereitstellt. Ja, das Thema User-Generated Content, das sollte dann eben ermöglicht werden. Da geht es dann viel mehr darum, eine Toolbox bereitzustellen, auch systemisches Wissen zu haben. Und mit einem systemischen Blick auf das ganze Thema Corporate Learning zu schauen. Gute Netzwerkfähigkeiten gehören dazu. Eine Fehlerkultur, also Fehlertoleranz, professionelles Auftreten und die Freiräume, also die man sich selber schafft und anderen lässt. Und das richtige Mindset und ganz wichtig war uns auch noch, ein interkulturelles Bewusstsein. Ja, also dass es da durchaus Unterschiede geben kann und dass man sich immer vor Augen hält, dass wir da unter Umständen mit einer zu deutschen Brille auf die Dinge schauen,
und es da auch noch andere Möglichkeiten gibt. Okay, dann haben wir eine Ad-Hoc-Arbeitsgruppe, die sich, wie ich sehe, eigentlich die Gedanken darüber gemacht. Es gibt ja auch Leute, die für das Thema verantwortlich sind. Ja. Es müssen nicht alles Learning Professionals. Nee, erklärt selber. Ja, ich fange einfach mal an. Nachdem wir auch so ein Walk and Talk über diese 7 Skills gemacht haben, die ja so ein Cluster eigentlich aus 22 insgesamt waren, hatten wir so ein bisschen das Bauchkrummeln und dann denkt so, boah, das so auf einen vereinigen, das ist ja doch eine ganze Menge. Und wenn man guckt, was da so alles subsumiert wird, da hatten wir gedacht, da strahlen ja ganz viele Unternehmensbereiche auch rein. Und haben uns eigentlich überlegt, also vielleicht muss man eher den Weg gehen, dass man die ganzen Bereiche, die da momentan subsumiert sind, eigentlich irgendwie neu denken muss. Vielleicht muss man in Organisationen auch einen Bereich, der sich mit Learning und Development auseinandersetzt und haben uns überlegt, das macht vielleicht Sinn, wirklich so einen Learning und Development Manager zu installieren, der wirklich hoch auch in den Organisationen irgendwie angesiedelt ist, der dort, sag ich mal, auch direkten Kontakt eher zur Geschäftsleitung hat, um meinetwegen diese Vision eines Learning und Development für die Organisation halt irgendwie nutzenstiftend wirklich voranbringt. Also generell kann man diese ganzen Kompetenzen, die genannt sind, ja nicht in der Tiefe haben in einer Person. Und deshalb dachten wir, die Menschen, die Learning und Development machen, müssen eigentlich eher so wie Projektmanager sein. Ja? Das heißt, es geht so darum, die haben einen guten Überblick, die müssen die einzelnen Dinge nicht selber tun können, die müssen eine Vision erzeugen können, wo es hingehen soll, die müssen Menschen versammeln können unter dieser Vision, die müssen auf Augenhöhe mit bedeutenden internen Menschen kommunizieren können, die müssen die notwendige Expertise zusammenbringen und zusammenhalten können auch und die auf so ein Ziel verbinden können. Und dann, finde ich, sind die eigentlich eher, oder haben wir so gedacht, sind die eigentlich eher wie so Projektmanager, dass die halt ein Projekt entwickeln zusammen mit ein paar anderen Leuten, dass die das tracken, dass die da auch ein bisschen unangenehm werden, dass die gucken, wie ist denn so die Zielerreichung, dass die messen auch natürlich, was ist denn jetzt eigentlich rausgekommen, dass die mit Ressourcen umgehen können, nachsteuern können und so weiter. Also das wäre eigentlich so ein bisschen übergeordneter eher, dass die von allem was verstehen, aber nicht jetzt diese Jobs alle einzeln machen können. So war die Idee. Okay. Ja, das war das, was wir heute in der Corporate Learning Community Stuttgart diskutiert haben. Ich gehe jetzt nochmal zu der gesamten Gruppe, zur Verabschiedung. Oliver, kommst du auch davor? Wenn ihr Meinungen habt, Kommentare habt, Hinweise für uns, gerne in die Diskussion, ins Kommentarfeld reinschreiben. Wir hoffen, es war ein bisschen spannend für euch. Wir freuen uns jetzt auf einen schönen Abend und verabschieden uns. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.